Hallo ihr Lieben, ich habe heute mit meiner Oma so einen Kuchen gemacht und wenn ihr wissen wollt, wie wir den gemacht haben, dann guckt das Video gerne bis zum Ende an. Schmeckt sehr, sehr lecker, sehr saftig und sehr weich. Viel Spaß! Thank you.
so rot ist der Mund gar nicht. Ja? Nee, braun. Ne? Und dann mit Stäbchen. Wir haben den Kuchen für 55 Minuten bei 160 Grad Umluft im Backofen gehabt. So, jetzt probieren wir mit den Stäbchen, ob das alles gut ist. Kannst du in zwei Stellen mal reinstecken? Sauber, hier. Sauber, perfekt. Der Kuchen ist dann fertig, ja? Jetzt lassen wir ihn in Form ungefähr so 5 Minuten und dann können wir schon auf den Gitter stürzen und erstmal richtig ihn abkühlen lassen. Unser Kuchen ist schon abgekühlt und jetzt bereiten wir einen Zuckerguss vor. Erstmal müssen wir den Puderzucker sieden. Jetzt fügen wir den Zitronensaft hinzu. Zu dem Zuckerguss kann man auch noch Farbe dazu machen und weil wir einen Erdbeerkuchen gemacht haben, machen wir das jetzt rot. Ja. Hm? Mit Löffel. Genau. Zu wenig, zu viel? Aber musst du rühren und dann wirst du sehen. Das ist schwer zu sagen. Passt. Ich wollte mir den Löffel lieber machen. Die Glasur von unserem Kuchen ist jetzt fertig und deswegen möchten wir ihn gerne anschneiden. Jetzt bin ich gespannt. Ui. Mhm. Oh, ein Stückchen abgebrochen. So. Kannst du ein bisschen dicker schneiden. Ja. Und mit den Fingern anfassen darfst du auch. Der Kuchen sieht ganz gut aus und riecht auch richtig lecker. Nur leider ist er nicht so rot, wie wir es uns vorgestellt haben, weil wir ein bisschen zu wenig Farbe drin haben. Aber sieht ja, trotzdem lecker aus. Ja, sonst riecht er sehr gut. Sieht gut aus, sehr locker. Sehr locker. Schön weich, wirklich. Und sehr, sehr saftig. Du kannst da Gabel nehmen und wir probieren jetzt so Geschmacktest und sagen, nicht alles, nicht auch. Ein schöner Geschmack, doch Erdbeergeschmack hat er. Nur die Farbe fehlt. Und jetzt braucht man nur eine Tasse Kaffee oder Kakao oder wer da was gerne mag dazu trinken. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Nachbacken. Schmeckt sehr gut. Und wir würden freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das mit euren Freunden teilt. Und ja, das ist ein bisschen Alinas und Anastasia Kanal ein bisschen schneller wächst. Das freuen sie sich über jede einzelne Abonnent. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.